Bushido und der ganz richtig gut singen und der Rap ganz gut. Papa Fangsprache. Yeah. Ich weiß, dass ihr das alles mitbekommt, auch wenn ich versuche, euch dran zu hindern. Ich weiß, ihr hört es von den anderen Kindern, hört es von den anderen Eltern, wenn sie reden auf dem Spielplatz. Andere Papas tragen keine Jogginghosen oder Sneakers. Andere Papas sind nicht auf den Titelseiten, andere Papas zahlen nicht bei Toys R Us mit lila Schein. Andere Papas werden morgens nicht geweckt vom Polizisten, andere Papas werden nicht genervt von Fotoblitzen. Doch weil Papa in seinen Liedern böse Sachen sagt, denkt die ganze Nachbarschaft, dass er auch böse Sachen macht. Aber Papa sagt die Sachen, die er sagt, nur damit er nicht mehr tun muss, was Papa früher tat. Papa hatte keine Wahl, nahm sich alles auf die falsche Art. Ich war auf mich allein gestellt, als ich in eurem Alter war. Bevor man mich für die Geschichten ins Gefängnis steckt, entschied ich mich, sie aufs Papier zu bringen, und jeder kennt sie jetzt. Seit meinem ersten Text bin ich bei ihnen verrufen. Die sind die Bösen, wir die Guten. Natürlich sehen sie Fehler, wenn sie danach suchen. Die sind die Bösen, wir die Guten, auch wenn sie unsere Familie verfluchen. Die sind die Bösen, wir die Guten, auch wenn sie immer alles umzudrehen versuchen. Die sind die Bösen, wir die Guten, dass so viele Menschen hier so gern Papas Geschichten hören. Ist der Grund, warum uns immer fremde Blicke stören, warum ich so oft weg bin und warum ihr mich so sehr vermisst. Die Antwort, wenn ihr Mama fragt, warum Papa im Fernsehen ist, weshalb er oft verreist und mit den Onkels in den Flieger steigt. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, ich komme wieder heim. Papa wird von vielen geliebt, Papa wird von vielen gehasst, weil alle wollen, was Papa hat, doch keiner es von ihnen schafft. Und Papa ärgern ist, was sie zufrieden macht. Sie wollten uns schon alles nehmen, sogar euren Kita-Platz. Alle unsere Autos, die Computer, unser Haus und Garten. Deshalb müsst ihr, wenn die Polizei kommt, immer draußen warten. Sie wollen bestimmen über richtig und falsch, doch die Welt, aus der euer Papa berichtet, ist kalt. Und Lügen ist, auch wenn man schweigt, obwohl man die Wahrheit kennt. Was zählt, seid ihr, egal was irgendwer von eurem Vater denkt. Seit meinem ersten Text bin ich bei ihnen verrufen. Die sind die Bösen, wir die Guten. Natürlich sehen sie Fehler, wenn sie danach suchen. Die sind die Bösen, wir die Guten, auch wenn sie unsere Familie verfluchen. Die sind die Bösen, wir die Guten, auch wenn sie immer alles umzudrehen versuchen. Die sind die Bösen, wir die Guten. Warum machen alle Leute mit Papa ein Foto? Der ist doch nur mein Papa, nur meiner. Alter, wieder, ey Papa, für immer mein bester Freund. Ich mag dich so gern, ich kann dir nicht schlafen ohne dich. Aber wo bist du denn? Bist du schon wieder im Studio? Wo bist du? Ohne dich kann ich nicht schlafen. Ich liebe dich so sehr, du bist mein Ein und Alles.